Aber unbedingt, weil die deutsche Mode im Ausland noch nicht so sehr wahrgenommen wird. Es kommt aber sehr gute Mode daraus. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Labels wählt, die handwerklich gut sind, die kreativ sind, die wirklich gute Produkte auf den Markt bringen, nicht nur Markenunternehmen sind, wie manche sehr großen Labels. Wenn man die zusammenführt und dann gemeinsam dafür sorgt, dass mal Einkäufer das sehen und eine gemeinsame Plattform schafft, sofort. Also komischerweise haben mir ganz viele Leute heute gesagt, die Location ist super. Uns ist so eine Location immer ziemlich egal, weil wir es irgendwie ums Produkt, um die Leute, um die Inszenierung, ob das drum jetzt ein Palais ist oder eine Fabrikhalle oder was. Irgendwie haben wir nie so auf diese Glaskuppel drumherum gebaut oder die Käseglocke drauf geachtet. Deshalb, aber ich finde es nett, das haben viele gesagt. Mir geht es eher um die Zusammensetzung der Labels und der Leute. Da ist mir die Location relativ egal. Es entscheidet sich komplett von den Messen, weil natürlich keine 4000 Labels hier sind, sondern ich meine 18 und sie ausgewählt sind und man hier in Ruhe darauf gucken kann und sich nicht durch Gänge durchschlängelt mit 10.000 Ausstellern oder Marken. Das macht einen, ist ein komplett was anderes, ist eben ausgewählt. Also ich wusste nicht so ganz, was ich erwarten sollte und ich fand, es war relativ voll, war viel los und es waren gute Einkäufer da, hätte ich nicht gedacht und es waren viel Presse da, also bis jetzt durchaus positiv.